So Leute, heute wollte ich euch mal zeigen, mit welcher Hardware und Software ich in der kurzen Zeit, mittlerweile 2 Monate, so gute Fortschritte gemacht habe. Als Sender benutze ich halt auch am Rechner meine DX8. Da habe ich ein extra Modell erstellt. Ja, als Verbindungsglied zum Rechner benutze ich den RX. Oder RX2-SIM-Adapter. Den könnt ihr, wie ich jetzt bei Spektrum, mit einem Spektrum DSM-2 oder DSM-X-Satelliten betreiben. Einfacher geht es eigentlich schon gar nicht. Ich habe einen DSM-2-Satelliten genommen, den hatte ich noch rumliegen und der findet bei meinen Modellen eh keine Verwendung mehr. Ja. Dann könnt ihr den Adapter konfigurieren. Ihr habt hier auch einen USB-Anschluss, falls euer SIM einen Dongle hat. Dann könnt ihr den hier anschließen. Das wird dann durchgeschliffen über den USB-Port und wird dann trotzdem erkannt. Ja. Wenn er einmal konfiguriert ist, der Adapter, dann ist das echt einfach. Steckt ihn rein. Zack. Sender einschalten. Spektrum-Satellit ist mit dem Sender verbunden. Fertig. So. Ich benutze den NextSIM. Ich habe ihn gewählt. Er ist relativ aktuell, beziehungsweise sogar ja, ich glaube vom letzten Jahr. Letztes Jahr kam der raus. Und der ist sehr übersichtlich, einfach gehalten. Man hat viele Modelle, man hat viele Einstellmöglichkeiten. Ja, der ist nicht ganz billig, kostet auch 84 Euro als Download. Ich finde aber, die lohnen sich, wenn man überlegt, was man sich an Ersatzteilen spart, wenn man ohne SIM übt, ist das schon eine enorme Einsparung in meinen Augen. Ja, den starte ich jetzt mal. Er läuft halt auch auf meinem Laptop hier. Ich habe jetzt keinen super, hyper, mega Laptop, High-End, sondern eher so ein Mittelklasse-Ding mit einer bescheidenen Grafikkarte. Ja. Läuft aber hier auch einwandfrei. So, ja, ihr habt ja halt die üblichen Einstellungen: Ton, Grafik, Kamera. Ihr habt hier auch die Option für eine FPV-Kamera, soweit ich das weiß. Und wurde mal mit einem Update integriert. Und mit dem neuesten Update kam der Gaui X7, welchen ich auch aktuell gerade im SIM fliege. Das hat auch den Grund, weil ich mir jetzt gestern ein Gaui X7 besorgt habe, um genau zu sein, nur die Mechanik, und werde mir den aufbauen für die nächste Saison bzw. fürs nächste Jahr und hoffe, dass ich euch dann auch mit ein paar Videos versorgen kann. Ja, hier habt ihr verschiedene Landschaften bzw. Flugplätze, wo ihr fliegen könnt. Ja, Simulatoreinstellungen, Physikeinstellungen, man kann hier alles einstellen, Wind. Man hat hier Trainingsmöglichkeiten, kann irgendwelche Piloten, Kreise und so weiter hier sich hinstellen lassen. Und ja, dann hat er auch einen Online-Modus. Also ihr könnt hier auch mit anderen Leuten fliegen. Könnt einen eigenen Raum erstellen. Ja. Mache ich öfter, ist ziemlich witzig. So. Ja, und da fliegen wir mal eine Runde. So, das ist ja der nächste. Ich habe mal den Gaui X7 ausgewählt. Den habe ich mir als Mechanik bestellt und der sollte nächste Woche kommen. In derselben Farbkombination, in Gelb mit Orange. Sieht echt gut aus. Hat auch mit dem Grund, dass ich vom X5 so begeistert bin und im X7 dann die gleichen LiPos fliegen kann, nur als 12S. Und ich dann bei meinen ganzen LiPos nicht mehr so ein Durcheinander habe. Ja, so sieht's aus. Der T-Rex 550 und der T-Rex 450L, die werden verkauft. Und dann habe ich nur noch 2 Modelle, was auch ausreichend ist, denke ich. Ja, der nächste, der fliegt sich wirklich realitätsnah. Also ich merke persönlich nicht so einen großen Unterschied vom SIM zu draußen. Alles, was ich bis jetzt hier im SIM gelernt habe, konnte ich auch draußen umsetzen. Das nächste, was ich draußen probieren werde, sind die Rainbows. Ich habe schon mal in einer Höhe mit Sicherheitsabstand zum Boden probiert und da ging es schon relativ gut. Ja. Ich werde sehen.
was die Zeit bringt. Ich habe mit dem Sim auf jeden Fall in den 2 Monaten relativ schnell gelernt, konnte das auch relativ schnell draußen umsetzen. Ja. Das Letzte, was ich jetzt im Sim geübt hatte und draußen umgesetzt hatte, war das Rückwärtsfliegen. Ja, das hat echt gut geklappt, hätte ich nicht gedacht. Auf Anhieb hat das draußen funktioniert, ohne dass ich irgendwelche Unsicherheiten hatte oder irgendwie nervös war oder so, weil es sich eigentlich gleich angefühlt hat wie hier. Ja, und ich finde, das ist auch wichtig, wenn man jetzt im Sim fliegt und draußen fliegt, dass man nicht zu krasse Unterschiede hat. Tjo, das ist der nächste. Und ich kann den Simulator nur jedem Anfänger, egal wie alt, nur ans Herz legen, weil es nicht so demotiviert, wenn man dauernd sein Modell erdet. Es gibt nichts Schlimmeres, als nur zu reparieren. Ja, da landen wir mal. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen bei eurer Entscheidung, welchen Simulator ihr fliegt, beziehungsweise fliegen wollt. Ich kann den nächsten nur empfehlen. Ja, was ihr dann am Ende macht, ist eure Entscheidung. Ohne Sim würde ich jetzt keinem empfehlen, rauszugehen und zu versuchen, ein CP-Heli zu fliegen. Meine Meinung. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich werde mir jetzt mal was zu essen machen. Und dann bis zum nächsten Mal.